Willkommen zu einem neuen How to Play auf BoardGameJunkies.de. Heute mit dem Spiel Through the Ages, eine neue Geschichte der Zivilisation vom Heidelberger Spieleverlag und Chess Games Edition. Through the Ages ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler und es dauert ca. 120 Minuten plus. Das heißt, das sollte man wirklich ernst nehmen. Es dauert nämlich in den meisten Fällen 3 Stunden, wenn nicht sogar 4 Stunden. In Through the Ages entwickelt jeder Spieler seine eigene Zivilisation und führt sie durch bis zu 4 Zeitalter zum Sieg. Es gibt auch eine verkürzte Version, in der nur das Zeitalter A, 1 und 2 gespielt werden und das dritte nicht. In diesem How to Play erkläre ich aber die kompletten Regeln von Through the Ages, sodass du nach dem Schauen dieses Videos eigentlich loslegen können solltest. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Regelerklärung zu Through the Ages und wenn du Fragen hast, stell sie doch gerne in den Kommentaren. Die Startvorbereitung. In der Startvorbereitung müssen erst einmal die Karten nach Zeitalter und nach Zivil- und Militärkarten getrennt werden. Das heißt, die goldenen sind die Zivilkarten, die grauen sind die Militärkarten. Wir haben Zeitalter A, 1, 2 und 3. Dann erhält jeder Spieler das Spielmaterial seiner ausgewählten Farbe. Also ein Spielertableau in der Farbe, eine Spielzug- und Terminologieübersicht und 25 gelbe Würfel, 16 blaue Würfel, 4 weiße Würfel, 2 rote Würfel und die Spielsteine in seiner Farbe. Einmal die 2 mit der Glühbirne drauf, dann die beiden mit der Harfe drauf, den mit dem Smiley, den mit dem Krieg, mit dem Schwert und dem Schild und die Taktikflagge. Die eben gezeigten Steine werden auf dem Spielertableau platziert. Und zwar kommt eine Menge gelber Steine in den gelben Vorrat. Weitere gelbe Steine kommen auf die Karte Krieger, Landwirtschaft 2 Stück, Bronze 2 Stück und wieder 1 auf die Philosophie. Ein gelber Stein kommt in den Arbeitervorrat. Die gelben Steine stellen also quasi eure Arbeiter, eure Gebäude im Spiel dar. Die blauen Steine kommen in den blauen Vorrat. Diese stellen im Laufe des Spiels eure Ressourcen und Nahrung dar. Dann haben wir noch 4 weiße, die Zivilaktionssteine, und 2 rote, die Militäraktionssteine, welche neben eure Staatsformkarte kommen. Auf dem eigenen Spielertableau wird auch noch der Freudemarker platziert, und zwar auf Feld 0 der Freudeleiste. Die restlichen Marker zeigen zum Beispiel eure Kultur und eure Wissenschaftspunkte an. Der achteckige Marker für die Kulturleiste, also mit der Harfe, kommt auf Feld 0. Der runde Marker mit der Harfe kommt ebenfalls auf das Feld 0. Der achteckige Marker für die Wissenschaftspunkte kommt auf Feld 0 und der runde Marker mit den Wissenschaftspunkten kommt auf Feld 1. Denn zu Beginn hat man ja die Philosophie, welche einem schon eine Wissenschaft in der Produktion einbringt. Zu guter Letzt haben wir noch 2 Marker für das Militärtableau übrig. Der runde Marker mit den Schwertern und dem Schild kommt auf die 1 auf dem Militärtableau und gibt die militärische Stärke deiner Zivilisation an. Da man zu Beginn einen Krieger mit der Stärke 1 hat, hat man eine militärische Stärke von 1. Die Taktikflagge kommt in den allgemeinen Taktikbereich und hat am Anfang noch keinen Zweck. Später markiert sie die ausgewählte Taktik. Die unteren Felder sind Felder für aktuelle Ereignisse, zukünftige Ereignisse und vergangene Ereignisse. Über diese reden wir später. Bevor wir nun weiter mit dem Aufbau machen und die ersten Zeitalterkarten auslegen, müssen wir eine Anpassung für das Spiel mit 2 Spielern machen. Und zwar werden alle blauen Paktkarten aus den jeweiligen Militärkartenstapeln aussortiert. Das sind Karten aus dem ersten Zeitalter, zweiten Zeitalter und dritten Zeitalter. Diese Karten finden im Spiel mit 2 Spielern keine Verwendung. Für die erste Runde wird nun das Kartentableau mit 13 Zivilkarten des Zeitalters A befüllt. Diese Karten werden offen von links nach rechts ausgelegt. Die restlichen Karten des Zeitalters A kommen auf das Tableau Aktuelles Zeitalter zu den Zivilkarten.
Die Militärkarten des Zeitalters A finden allerdings eine andere Verwendung. Abhängig von der Spieleranzahl kommen nun 4, 5 oder 6 zufällige Militärkarten des Zeitalters A auf den Stapel für aktuelle Ereignisse. Die restlichen Militärkarten des Zeitalters A kommen zurück in die Schachtel. Jetzt wird noch der Startspieler gelost und abhängig vom Startspieler bekommen die Spieler ihre Aktionen für die erste Runde. Der Startspieler hat in der ersten Runde eine Zivilaktion. Der Spieler nach dem Startspieler hat 2, der danach 3 und der letzte Spieler in der Runde hat alle 4 Zivilaktionen zur Verfügung. Das war's an Spielvorbereitung. Through the Ages funktioniert grundsätzlich über Karten, welche man als Technologien ausspielt und hier schon vorgedruckt hat, und über Aktionen, welche die jeweilige Staatsform vorgibt. So hat die Staatsform Despotismus 4 weiße Zivilaktionen und 2 Militäraktionen. Die meisten Aktionen kosten eine Zivilaktion, man gibt also einen weißen Stein ab bzw. legt ihn zur Seite. Natürlich gibt es auch Aktionen, welche mehrere weiße Steine als Zivilaktionen erfordern, aber der grundsätzliche Mechanismus ist eine Zivilaktion, eine Aktion und Militäraktionen über rote Steine als eben Militäraktion. Unter den Zivilkarten eines Zeitalters können sich 9 unterschiedliche Technologien verbergen. Wir haben Militärtechnologien, also Militäreinheiten. Wir haben Staatsformen in Orange, spezielle Ziviltechnologien in Blau, Ziviltechnologien in Grau, Produktionstechnologien in Braun, große Anführer in Grün, Wunder in Lila, Aktionskarten in Gelb und die Paktkarten in Blau, welche es nur im 3- oder 4-Spielerspiel gibt. Zusätzlich zu den unterschiedlichen Zivilkarten gibt es auch unterschiedliche Militärkarten, sowie die braunen Überfälle, die grünen Ereignisse, welche zum Beispiel Gebiete sein können oder einfach ein Ereignis wie Wohlstand, die Taktikkarten, die Militärverstärkungskarten und die grauen Kriegskarten. Die grünen Anführerkarten sind Lenker und Leiter der eigenen Zivilisation. Man darf pro Zeitalter nur eine Anführerkarte auf die Hand nehmen. Das Ausspielen einer Anführerkarte kostet eine Zivilaktion, also einen weißen Würfel. Hat man bereits einen Anführer ausliegen, so ersetzt man diesen. Das Ersetzen eines Anführers ist ebenfalls eine eigene Aktion, welche man mit einer Zivilaktion bezahlt und dann diese eine Zivilaktion wieder zurückbekommt. Wunder stellen die zivilisatorischen Höchstleistungen eurer Zivilisation dar. Jedes Wunder, welches man nimmt, kommt sofort ins Spiel und befindet sich dann im Bau. Die einzelnen Bauschritte sind durch die Zahlen in der Mitte oder fast unten bei der Wunderkarte angegeben. Diese Bauschritte müssen erfüllt werden, um das Wunder zu bauen. Jeder Bauschritt kostet eine Zivilaktion und die hier angegebenen Ressourcen. Man gibt also eine Zivilaktion und hier in dem Fall 2 Ressourcen aus, um diesen Bauschritt zu erledigen. Dann deckt man diesen Bauschritt mit einem blauen Würfel aus dem eigenen Vorrat ab. Sind alle Bauschritte erledigt? Ist das Wunder gebaut? Es wird wieder richtig hingedreht, bleibt in der eigenen Auslage und der Effekt tritt sofort in Kraft. Dabei haben wir einen Soforteffekt und einen dauerhaften Effekt, wobei sich der Soforteffekt auch auf den dauerhaften beziehen kann, wie hier bei der chinesischen Mauer. Jedes Wunder, das man bereits besitzt, erhöht die Kosten zum Nehmen eines weiteren Wunders um eine Aktion. Das bedeutet, je mehr Wunder eine Zivilisation hat, desto teurer wird es für sie, weitere Wunder zu bauen. Die gelben Aktionskarten können genommen werden, aber nicht in der Runde ausgespielt werden, in der sie aus der Auslage genommen werden. Damit muss man immer eine Runde warten, bis man diese ausspielen kann. Beim Ausspielen tritt ihr Effekt sofort in Kraft, danach wird die Karte abgelegt.
Die Technologiekarten bilden die zivilisatorischen Errungenschaften ab. Es gibt Militärtechnologien, Produktionstechnologien sowie Spezial- und Ziviltechnologien. Diese stellen entweder Einheiten oder quasi Gebäude dar. Die Technologien werden auf die Hand genommen und können für den Preis von einer Zivilaktion quasi erfunden werden. Dazu muss man oben links die benötigte Anzahl an Wissenspunkten bezahlen. Man kann niemals eine Technologie, welche man bereits auf der Hand hat oder in der Auslage hat, erneut auf die Hand nehmen. Das heißt, wenn Bild und Name sich gleichen. Die meisten Technologien haben dann einen Effekt, einen dauerhaften Effekt unten, wie zum Beispiel 2 Kulturpunkte und 1 Freude, haben Kosten, welche es kostet, dieses Gebäude oder diese Einheit zu bauen. Das sehen wir hier. Und Produktionsgebäude bringen eine Produktion, wie hier, 2 Ressourcen oder aber auch Nahrung, je nach Produktionsgebäude. Des Weiteren hat jede Technologie oben rechts einen Typ. Technologien gleichen Typs werden übereinander gelegt und verbessern sich sozusagen. So verbessert die Staatsformkarten gehören zu den Technologiekarten, funktionieren allerdings leicht anders. Sie haben 2 Wissenschaftskosten. Die höheren Kosten für den friedlichen Wechsel der Staatsform und die niedrigeren Kosten für die Revolution. Des Weiteren geben die Staatsformkarten an, wie viele Zivilaktionen und wie viele Militäraktionen man zur Verfügung hat, sowie das Limit für unterschiedliche zivile Technologien. In Through the Ages gilt ein Handkartenlimit für Zivilkarten von 4 Karten. Das heißt, maximal 4 Karten dürfen zu jedem Zeitpunkt im Spiel auf der Hand sein. Dabei darf keine Karte doppelt auf der Hand sein oder schon im Spiel sein, welche man auf der Hand hat. Zivilkarten einfach so abwerfen ist untersagt. Man muss sie also ausspielen, entwickeln, bauen, um sie von der Hand loszuwerden. Nachdem wir nun Grundsätzliches zu Through the Ages gelernt haben, schauen wir uns die erste Runde an. Die erste Runde in Through the Ages folgt eigenen Regeln. So wird nur mit dem Zeitalter A in der ersten Runde gespielt und die Spieler haben auch nicht alle Aktionen zur Verfügung. Der Startspieler bekommt eine seiner Zivilaktionen zur Verfügung. Der Spieler nach dem Startspieler hat 2, der Spieler danach 3 und der letzte Spieler hat 4 Zivilaktionen zur Verfügung. Militäraktionen hat kein Spieler in der ersten Runde. Wir erinnern uns, in der Spielvorbereitung haben wir die Kartenleiste mit 13 Karten des Zeitalters A gefüllt. In der ersten Runde haben die Spieler nur eine Aktion zur Verfügung. Sie können sich Karten von der Kartenleiste nehmen. Dies funktioniert so, indem man die unten abgebildeten Kosten in Zivilaktionen bezahlt und sich dann die Karte auf die Hand nimmt. Die Kosten in Zivilaktionen, um eine Karte zu nehmen, schwanken zwischen einer Zivilaktion, 2 Zivilaktionen und 3 Zivilaktionen. So ist der Startspieler nur in der Lage, eine Karte für eine Zivilaktion zu nehmen. Der zweite Spieler könnte schon eine für 2 Zivilaktionen nehmen oder 2 Karten für eine Zivilaktion, für je eine Zivilaktion. Der dritte Spieler hat dann schon deutlich mehr Auswahl, aber es wurden ja schon Karten weggekauft. Genauso der vierte Spieler, welche potenziell die für 3 Zivilaktionen und eine für eine Zivilaktion kaufen könnte. Übrig gebliebene Zivilaktionen bringen einem in Through the Ages nichts. Nachdem alle Spieler in der ersten Runde ihre Zivilaktionen verbraucht haben, um sich Karten zu nehmen, führen sie am Ende ihres Zuges diese Maßnahmen zum Ende des eigenen Spielzuges durch. Als erstes überzählige Militärkarten abwerfen. Kein Spieler hat in der ersten Runde Militärkarten, also entfällt dieser Punkt. Dann Wissenschaft und Kulturpunkten. Am Ende von Runde 1 haben alle Spieler immer noch die gleiche Ausgangssituation wie in der Spielvorbereitung. Das heißt Kulturpunkte 0 und Plus auf Kulturpunkte auch immer noch 0. Kulturpunkte werden also keine gepunktet. Aber bei Wissenschaftspunkten stehen wir auf Plus 1 durch die Philosophie.
Das heißt, man bekommt am Ende der ersten Runde einen Wissenschaftspunkt. Dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt, Verlust. Wären hier im blauen Vorrat Verluste abgedeckt, dann würde der Spieler jetzt einen Verlust an Ressourcen erleiden. Das kann nach der ersten Runde noch nicht sein, deswegen wird dieser Schritt übersprungen. Der nächste Schritt ist die Nahrungsproduktion. Unsere Landwirtschaft produziert jetzt pro Arbeiter einen blauen Würfel Nahrung. Diese blauen Würfel werden aus dem Vorrat genommen. Man nimmt also von rechts nach links blaue Würfel und legt sie auf die Landwirtschaft. Jeder dieser blauen Würfel ist ein Nahrung wert. Der nächste Schritt ist Nahrung verbrauchen. -4 für jede fehlende Nahrung. Unten bei der Freudeleiste steht, wie viel Nahrung die Spieler verbrauchen, wenn der entsprechende Bereich leer ist. Das bedeutet, jetzt würden wir hier ein Nahrung verbrauchen, wenn diese beiden leer wären. Sind sie aber nicht, deswegen wird Nahrung verbrauchen auch nach der ersten Runde übersprungen. Dann produzieren wir Ressourcen. Das funktioniert genauso wie die Nahrungsproduktion. Pro Arbeiter auf einer Ressourcentechnologie, hier die Bronze, also eine Mine quasi, produzieren wir einen blauen Würfel, welcher eine Ressource wert ist. Wir nehmen also wieder zwei blaue Würfel aus dem blauen Vorrat und platzieren sie auf der Bronze. Der nächste Schritt ist Militärkarten ziehen. Pro Militäraktion, die man noch übrig hat, also pro nicht benutztem roten Würfel, darf man eine Militärkarte ziehen. Maximal aber drei. Da wir in der ersten Runde aber ja keine Militäraktion bekommen haben, sondern nur Zivilaktionen, hat kein Spieler Militäraktionen übrig. Somit wird dieser Schritt auch übersprungen. Der letzte Schritt ist Aktionen zurücksetzen. Das bedeutet, wir bekommen alle Militär- und Zivilaktionen zurück. Und das geschieht dann jetzt auch nach der ersten Runde, sodass in der zweiten Runde alle Aktionen zur Verfügung stehen. Nachdem wir nun die erste Runde quasi durchgesprochen haben, widmen wir uns doch mal dem Ablauf eines gesamten normalen Zuges. In Through the Ages, nochmal zur Unterscheidung, ist eine Runde, wenn jeder Spieler einmal dran war, und ein Zug jedes Spielers gliedert sich in unterschiedliche Phasen. Die erste Phase dieses Zuges ist Kartenleiste auffüllen. Das haben wir schon gesehen. Vor dem Zug jedes Spielers wird die Kartenleiste wieder auf die volle Anzahl Karten aufgefüllt, abhängig von der Spielerzahl. Die zweite Phase ist Taktikkarten verfügbar machen. Dazu kommen wir später noch. Die dritte Phase ist die Politikphase. Dort hat jeder Spieler eine Politikaktion. Auch dazu kommen wir noch. Dann gibt es die Aktionsphase, welche ab der zweiten Runde ganz normal abläuft. Das heißt, man hat theoretisch alle Aktionen zur Verfügung. Und es kommt das Ende des Zuges, wo man die einzelnen Schritte auf seinem Spielertableau durchgeht, die wir auch gerade schon am Ende der ersten Runde durchgesprochen haben. Und da werden wir auch nochmal komplett auf alle Punkte eingehen. In der ersten Runde haben die Spieler ein paar Karten aus der Kartenauslage gekauft. Zu Beginn der zweiten Runde werden nun Karten aus der Auslage entfernt. Und zwar hier bei 4 Spielern, 3 Spielern oder 2 Spielern die entsprechenden Karten, die nicht zur Spielerzahl passen. Also bei 2 Spielern, die für 3 und 4 Spieler, kommen weg. Alle anderen Karten rücken bis zu der am weitesten links liegenden Karte, beziehungsweise bis zu dem 2-Spieler-, 3-Spieler-, 4-Spieler-Feld auf. Dann wird der Rest am Ende mit 9 Karten des Zeitalters A aufgefüllt. Das ist die letzte Runde, in der Zeitalter A-Karten neu aufgefüllt werden, zu Beginn des Zuges jedes Spielers. Taktikkarte verfügbar machen. Im Laufe des Spiels, zum Beispiel ab dem ersten Zeitalter, werden die Spieler rote Taktikkarten erhalten. Diese Taktiken können die Spieler mit ihrer Taktikflagge auswählen, um dadurch im Kampf einen Vorteil zu bekommen, wenn sie wie hier zum Beispiel einen Reiter und eine Infanterie zusammen als eine Armee gruppieren. Darauf gehen wir dann gleich noch ein. Diese Taktikkarten, beziehungsweise diese Taktiken, sind aber nicht ewig exklusiv dem einzelnen Spieler zur Verfügung, sondern gehen irgendwann in den allgemeinen Taktikbereich ein. Nämlich zu Beginn einer Runde muss jeder Spieler eine seiner Taktikkarten von seiner eigenen Auslage in den allgemeinen Taktikbereich verschieben.
Der allgemeine Taktikbereich ist auf dem Militärtableau hier in der Mitte. Eine beliebige Taktik des Spielers wird mitsamt eventueller Taktikflagge genommen und in den allgemeinen Taktikbereich gelegt. Dort ist sie nun für jeden Spieler zur freien Verfügung. Was sind Taktikkarten im Genauen? Im Laufe des Spiels bekommen wir Einheiten, wie zum Beispiel hier die Krieger Stufe A Technologie oder die Ritter als Kavallerie Stufe 1 Technologie. Diese Einheiten können wir mittels Taktikkarten, welche wir auch im Laufe des Spiels erhalten, zu Armeen gruppieren, um sie stärker zu machen. Der Ritter alleine und der Krieger alleine haben 2 bzw. 1 Stärke. Gruppiere ich sie mit der mittelalterlichen Armee als Einheit, als Armee, also einen Infanterie und eine Kavallerie, dann bekommen sie 2 Stärke zusätzlich. Aus 3 Gesamtstärke werden durch die Zusammenfassung als Armee also 5 Gesamtstärke. Dies kann ich mit so vielen Einheiten machen, wie ich besitze. Das bedeutet, die beiden werden jetzt zusammengefasst eine Armee, die beiden zusammengefasst eine Armee und die beiden zusammengefasst eine Armee. Kommt es zu einem Krieg oder anderen Ereignissen, wo man Militärstärke benötigt, so wird das natürlich eine kleine Rechnerei. Das Zusammenfassen der Armee aktualisiert auch die eigene Militärstärke auf dem Militärtableau. Aus meinem einen Krieger und einem Ritter, welche eine Stärke von 3 haben, wird dann also eine Armee mit einer Stärke von 5. Man kann immer nur eine Taktik aktiv haben. Das wird auch dadurch signalisiert, dass wir immer nur eine Taktikflagge haben, welche also auch nur auf eine Taktik legbar ist. Die nächste Phase ist die Politikphase. Jeder Spieler, der in die Politikphase tritt, also noch vor seiner Aktionsphase, hat eine Politikaktion. Mit dieser Politikaktion kann man eine grüne Karte mit Harfensymbol oben rechts von der Hand ausspielen. Hier sind 2 Beispiele, ein Raubzug und ein entwickeltes Gebiet. Eine Politikkarte ausspielen bedeutet, dass man diese verdeckt auf den Stapel für zukünftige Ereignisse legt. Danach punktet man Kulturpunkte in der Höhe der Technologiestufe der Karte, also bei Stufe 1 einen Kulturpunkt. Nun muss man die oberste Karte vom Stapel aktuelle Ereignisse aufdecken und abhandeln. Jede Zivilisation punktet einen Wissenschaftspunkt und gewinnt je eine Nahrung und eine Ressource hinzu. Die abgehandelte Karte kommt dann auf den Stapel vergangene Ereignisse. Bei den Ereignissen gibt es neben solchen Ereignissen auch die Gebietsereignisse. Dort kommt es dann zu einer Kolonialisierung, welche wir später behandeln werden. Und es gibt Raubzüge. Dort gibt es dann zum Beispiel einen Krieg. Wenn die letzte Karte des Stapels aktuelle Ereignisse aufgedeckt und abgehandelt wurde, wird der Stapel zukünftige Ereignisse gemischt und auf den Stapel aktuelle Ereignisse gelegt. Das ist auch der Grund, weshalb von den Technologiestufe A-Karten bereits welche dorthin gelegt wurden. Neben der Möglichkeit, in der Politikphase ein Ereignis vorzubereiten und eines abzuhandeln, habe ich noch 3 weitere Möglichkeiten. Ich kann einen Pakt schließen oder brechen, indem ich eine Paktkarte ausspiele. Ich kann einen Krieg beginnen, indem ich eine Kriegskarte ausspiele. Diese endet immer mit dem Wort Krieg und kostet 2 Militäraktionen. Neben einem Krieg kann ich auch einen Überfall starten. Auch dies kostet 2 Militäraktionen und man handelt die Karte ab. Erklärt ein Spieler einen Krieg, wird dieser zu Beginn des nächsten eigenen Spielzuges abgehandelt. Das heißt, der Spieler, dem man den Krieg erklärt, hat noch die Chance, sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Wenn ein Überfall gespielt wird, wird dieser sofort abgehandelt, nachdem man die benötigten Kosten bezahlt hat. Der Gegner kann sich verteidigen. Bei einem Überfall kämpft man mit der Militärstärke gegeneinander. Verteidigen kann sich der Gegner, indem er diese Verteidigungskarten ausspielt, um seine Militärstärke zu erhöhen. Neben dem Spielen dieser Bonuskarte zur Verteidigung kann der verteidigende Spieler auch noch Militärkarten von der Hand abwerfen. Jede abgeworfene Militärkarte erhöht die Militärstärke des Verteidigers um 1. Ein Überfall ist nur erfolgreich, wenn die Militärstärke des Angreifers höher ist als die Militärstärke des Verteidigers. Ist dem so, wird der Kartentext des Überfalls ausgeführt, ansonsten war der Überfall nicht erfolgreich und es passiert nichts. Wichtig zu beachten ist, nur der Verteidiger kann diese Karten ausspielen. Haben 2 Spieler bereits einen Pakt,
kann man einen Pakt auch brechen. Man wählt einen im Spiel befindlichen Pakt und legt ihn ab. Wichtig ist natürlich, man muss an diesem Pakt beteiligt sein. Die Aktionsphase. Eine der ersten Aktionen, die man in der Aktionsphase durchführen kann, kennen wir bereits. Das Nehmen einer Karte aus der Auslage. Man nimmt sich eine Karte, sofern man nicht schon die gleiche Karte in der Auslage oder auf der Hand hat, und bezahlt die Kosten unter der Karte in Zivilaktionen, also eine, zwei oder drei. Die nächste Aktionsmöglichkeit ist eine Farm oder eine Mine zu bauen. Dafür bezahlt man die Kosten auf der Farm- oder Minentechnologie in Ressourcen, also hier jeweils zwei. Man bezahlt sie, indem man die blauen Steine zurück in den Vorrat legt und nimmt einen Arbeiter aus dem Arbeitervorrat und setzt diese auf die jeweilige ausgewählte Technologie. Dieser Arbeiter stellt nun eine weitere Mine dar. Eine Farm oder eine Mine bauen. Um eine Farm oder eine Mine zu bauen, bezahlt man eine Zivilaktion und nimmt einen unbeschäftigten Arbeiter aus dem Arbeitervorrat und setzt ihn auf die entsprechende Farm- oder Minentechnologie. Zusätzlich muss man noch die angegebenen Ressourcen bezahlen, also in dem Fall müssten wir sie vorher haben, und dann bezahlen, indem wir die blauen Steine im Wert von zwei Ressourcen wieder zurück in den blauen Vorrat legen. Die nächste Aktionsmöglichkeit ist, ein Zivilgebäude zu bauen. Dies kostet auch eine Zivilaktion und die angegebenen Ressourcenkosten auf dem jeweiligen Zivilgebäude, das man bauen möchte. Zum Beispiel könnten wir nun endlich einen Tempel der Religion bauen für drei Ressourcen, also blaue Würfel im Wert von drei Ressourcen abgeben und einen unbeschäftigten Arbeiter auf die Karte setzen. Nun haben wir einen Tempel, welcher eine Zufriedenheit generiert und uns einen Kulturpunkt verschafft. Ein Gebäude aufwerten. Um ein Gebäude aufzuwerten, müssen wir eine Zivilaktion ausgeben, sowie die Differenz der Kosten der Gebäude. Das bedeutet, wollten wir jetzt diese Bronzemine zu einer Eisenmine aufwerten, müssen wir die Differenz der Kosten bezahlen, also drei Ressourcen. Wir bezahlen die drei Ressourcen, indem wir die Würfel in den blauen Vorrat legen und dürfen nun einen gelben Würfel von der niedrigeren Technologie auf die höhere Technologie verschieben. Somit haben wir nun eine Eisenmine, wo jeder blaue Würfel, den sie produziert, zwei Eisen wert ist und nicht ein Eisen. Beim Aufwerten können auch Technologiestufen übersprungen werden. So könnte man von Stufe A sofort auf Stufe 3 upgraden, indem man auch wieder die Differenz bezahlt, in diesem Fall 9 Ressourcen. Gebäude zerstören. Im Laufe des Spiels kann man ein Gebäude zerstören. Man zerstört nicht eine Technologie, sondern, wir haben ja gelernt, unsere gelben Steine, die Arbeiter, stellen quasi die Gebäude dar. Die Kosten sind eine Zivilaktion und man nimmt einfach den gelben Arbeiter und legt ihn zurück in den Arbeitervorrat. So habe ich nun zum Beispiel kein philosophisches Haus mehr und habe das Gebäude damit zerstört. Die Technologie an sich hat meine Kultur natürlich entwickelt und bleibt mir erhalten. Einen Anführer spielen. Einen Anführer spielen, also eine grüne Anführerkarte von der Hand, kostet eine Zivilaktion. Dann spielt man den Anführer aus und sein Effekt ist ab diesem Zeitpunkt gültig. Hatte man bereits vorher einen anderen Anführer, so wird dieser ersetzt. Beim Ersetzen eines Anführers kostet es ebenfalls eine Zivilaktion. Diese Zivilaktion erhält man dann aber zurück. Wunder bauen. Wir haben gelernt, dass Wunder, welche aus der Auslage genommen werden, sofort waagerecht gelegt in den Spielbereich kommen. Dort kann man sie nun bauen, indem man hier diese einzelnen Ressourcenstufen erfüllt. Wunder bauen kostet eine Zivilaktion und dann kann man die Kosten der Wunderstufe bezahlen. In diesem Fall müsste ich also eine Ressource abgeben für die erste Stufe, vier für die zweite Stufe und wieder eine für die dritte Stufe. Die Ressourcen müssen wie immer von unseren Minenkarten genommen werden. Immer wenn man eine Stufe bezahlt hat, deckt man diese mit einem blauen Würfel aus dem Vorrat ab. Hat man alle Stufen abgedeckt, ist das Wunder gebaut. Die blauen Würfel kommen zurück in unseren blauen Vorrat. Das Wunder wird senkrecht gelegt und ist ab diesem Zeitpunkt mit seinen Effekten aktiv. Eine Technologie entwickeln. Um eine Technologie zu entwickeln, spiele ich eine Technologiekarte von der Hand aus.
Dann muss ich die Kosten oben links, die Wissenschaftskosten, bezahlen. Ich brauche also hier mindestens 5 Wissenschaftspunkte, um diese Technologie auszuspielen. Dann lege ich sie in meinen Spielbereich. Karten mit gleichem Symbol oben rechts werden gruppiert, denn das sind quasi einfach nur bessere Versionen. Aus meinen Bronzeminen können also jetzt Eisenminen werden. Die Kosten hierfür sind natürlich auch wieder eine Zivilaktion. Regierungsformen unterscheiden sich als Technologie ein bisschen von den anderen. Um diese auszuspielen, kann ich entweder eine friedliche Revolution vonstatten gehen lassen, dann bezahle ich die 6 Wissenschaftspunkte und lege diese einfach über meine alte Staatsform. Diese 6 Wissenschaftspunkte muss ich natürlich haben, also hier keine 5, sondern 6. Nun werden die Werte aktualisiert. Das bedeutet, ich bekomme eine Militäraktion dazu, also einen roten Würfel. Denn die eine Zivilaktion ist natürlich trotzdem verbraucht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dies als gewaltsame Revolution zu spielen. Dann muss ich nur einen Wissenschaftspunkt bezahlen. Die Karte wird auch wieder drüber gelegt, ihre Effekte werden aktiv. Ich verliere aber alle Zivilaktionen für diese Runde. Ich kann also nichts mehr machen, bin damit diese Runde unfähig. Eine Aktionskarte spielen. Die Kosten, um eine gelbe Aktionskarte zu spielen, sind eine Zivilaktion. Dann spiele ich die Aktionskarte aus, führe ihren Effekt aus und lege die Aktionskarte ab. Neben den Zivilaktionen gibt es natürlich auch noch Militäraktionen, welche wir mit den roten Steinchen ausführen. Die einfachste Militäraktion ist, eine Militäreinheit bauen. Dies kostet eine Militäraktion und die Ressourcen auf der Einheit. In diesem Fall also 2 Ressourcen, die wir hier von der Eisenmine nehmen können. Nun legt man einen seiner verfügbaren Arbeiter auf die Einheit und wir haben jetzt 2 Krieger. Danach aktualisiert man seine Militärstärke. Militäreinheit aufwerten. Dies kostet eine Militäraktion und man zahlt die Differenz der beiden Technologien, welche man aufwerten will, also die niedrigere und die höhere Technologie. In diesem Fall wäre das eine Differenz von einer Ressource. Ich nehme also meinen Zweierwürfel hier, lege ihn auf den Einser. Jetzt ist aus dem 2-Ressourcenwürfel ein 1er-Ressourcenwürfel geworden. Ich habe also eine Ressource bezahlt und kann einen gelben Würfel von der niedrigeren Technologie auf die höhere Technologie verschieben. Dabei darf man auch Technologiestufen überspringen. Ich kann also von A auch auf 2 oder auf 3 gehen und muss nicht erst auf 1 gehen. Militäreinheit auflösen. Genauso wie man Gebäude abreißen kann, um Arbeiter zurückzuerhalten, kann man dies mit Militäreinheiten. Die Kosten sind wieder eine Militäraktion und ich nehme einen gelben Würfel und lege ihn zurück in meinen Arbeitervorrat. Die Militäreinheit wurde nun aufgelöst. Taktikkarte spielen. Taktikkarten, diese roten Militärkarten, hatten wir ja schon erwähnt. Um eine Taktikkarte in den eigenen Bereich auszuspielen, muss man eine Militäraktion bezahlen. Danach kann man seine eigene Taktikflagge auf die neue Taktikkarte legen, um diese Taktik auszuwählen. Dann wird der Stärkewert der Zivilisation aktualisiert. Falls vorher eine andere Taktik vorhanden war, muss man nun natürlich die Armeen neu organisieren und den Stärkewert neu berechnen. Taktik kopieren. Im Laufe des Spiels landen Taktiken anderer ruhmreicher Generäle im allgemeinen Taktikbereich. Um eine solche Taktik zu kopieren, also für seine eigene Zivilisation zu nutzen, muss man 2 Militäraktionen bezahlen und kann seine Taktikflagge auf eine Taktikkarte im allgemeinen Taktikbereich legen. Dann muss man auch wieder den Stärkewert aktualisieren und eventuelle Armeen neu gruppieren. Die Kolonisierung. Wird in einer Politikaktion ein Ereignis Gebiet aufgedeckt, kommt es zur Kolonisierung dieses Gebiets. Die Spieler bieten nun reihum Militärstärke. Dabei muss das nächste Gebot immer höher sein als das Gebot davor. Dies geschieht so lange, bis alle Spieler außer einer gepasst haben. Dann muss der Spieler
Einheiten in der gebotenen Stärke zur Kolonisierung entsenden. Ein Beispiel. Angenommen, ich habe 5 Militärstärke geboten. Das ist das, was ich gerade habe. Und habe damit die Bietrunde gewonnen. Keiner hat mehr als 5 geboten. Nun muss ich zur Kolonisierung des von riesiges Gebiet Einheiten in einer Stärke von 5 entsenden. Dabei zählen Taktikkarten und ich kann zusätzlich noch Verstärkungskarten ausspielen, wo dann der Kolonisierungswert hier unten hinzugerechnet wird. Hier wäre also ein Wert von 1, dann bräuchte ich nur noch meine 2 Schwertkämpfer zu entsenden und hätte damit den Wert von 5. Ohne diese Karte bräuchte ich meine 2 Schwertkämpfer plus den Krieger für einen Wert von 5. Aber vielleicht hätte ich auch eine passende Taktikkarte, um damit den Wert zu erhöhen. Wichtig ist, man muss auf den Gesamtwert kommen, den man geboten hat. Man darf sogar mehr Militärstärke bieten, als man aktuell hat. Man muss nur dann zwingend auf die Militärstärke kommen, indem man zum Beispiel solche Unterstützungskarten noch ausspielt. Wenn niemand ein Gebot abgibt, also niemand kolonisieren möchte, wird diese Karte einfach auf den Stapel vergangener Ereignisse gelegt. Der zweite Schritt ist dann eben die Kolonisationstruppen entsenden. Da haben wir gerade schon von gesprochen, ich muss den Wert erreichen, den ich geboten habe, zum Beispiel 5. Die zur Kolonisierung entsandten Einheiten werden geopfert. Das bedeutet, die gelben Würfel kommen wieder in den gelben Vorrat zurück. Im dritten Schritt gewinnt man dann die Kolonie für seine eigene Zivilisation. Das bedeutet, man legt sie in seine eigene Auslage und erhält die entsprechenden Boni. In diesem Fall erhält man also 3 gelbe Würfel zurück, aber minus 1 blauen Würfel und man erhält 3 Nahrung. Verliert man eine Kolonie wieder, muss man diese Karte und ihre Vorteile auch wieder abgeben. Das heißt, man würde auch wieder die 3 gelben Würfel verlieren. Wir haben schon viel über die Taktikkarten gelernt. Wie sie zu allgemein verfügbaren Taktikkarten werden, wie man sie ausspielt und wie sie ihre Boni geben. Taktikkarten des 2. und 3. Zeitalters haben Boni für aktuelle Armeen und veraltete Armeen. Veraltete Armeen sind Armeen, welche Einheiten veralteter Technologien enthalten. Ist man in Zeitalter 2 angekommen, sind alle Einheiten des Zeitalters A veraltet. In Zeitalter 3 sind es dann alle Einheiten des Zeitalters 1. So bekommt man einen schwächeren Bonus, wenn man veraltete Einheiten dabei hat. Gehen wir nun noch einmal die Schritte am Ende eines Spielzugs durch, diesmal aber komplett. Bevor man die regulären Schritte, die Maßnahmen zum Ende des Zuges durchgeht, muss man die Freudeleiste überprüfen. Und zwar braucht unsere Zivilisation Freude. Immer wenn ein Bereich dieser Arbeiter leer ist, benötigen wir die entsprechende Anzahl an Freude. Der Freudemarker gibt an, wie viel Freude wir haben. Freude, die wir nicht mit dem Freudemarker bezahlen können, müssen wir mit unbeschäftigten Arbeitern bezahlen. Können wir dies nicht, kommt es zu einem Aufruhr. Bei einem Aufruhr wird die Produktionsphase, also dieser komplette Schritt, der Zivilisation übersprungen. Wichtig zu merken ist, Arbeiter, die dann hier, unbeschäftigte Arbeiter, die hier hingelegt werden, um quasi anzuzeigen, dass man die Freude ausgleichen kann, gelten immer noch als unbeschäftigte Arbeiter und können zu diesem Zweck verwendet werden. Dann muss man aber wieder schauen, dass man genug Freude hat. Überzählige Militärkarten abwerfen. Wir dürfen so viele Militärkarten auf der Hand behalten, wie wir Militäraktionen haben. Das heißt maximal 3. Dann Kultur- und Wissenschaftspunkte punkten. Das bedeutet, wir rücken den Zeiger um so viele Kultur- und Wissenschaftspunkte vor, wie unser Fortschrittsanzeiger angibt. Verlust. Den Verlust haben wir bis jetzt noch nicht erklärt. Wenn im blauen Vorrat ein Verlustsymbol, also hier minus 2, minus 4 oder minus 6, aufgedeckt ist, also frei ist, dann verliert man nun die entsprechende Anzahl an Ressourcen. Das bedeutet, ich würde jetzt hier 2 Ressourcen verlieren und die kommen dann auch wieder dahin. Kann man diese 2 Ressourcen nicht bezahlen, muss man diese mit Nahrung bezahlen. Und zwar noch vor der Nahrungsproduktion. Dann folgt die Nahrungsproduktion.
Unsere Landwirtschaftstechnologien oder Nahrungstechnologien produzieren jetzt also Nahrung. Pro gelber Arbeiter einen blauen Spielstein Nahrung, in dem Fall zwei. Dann kommt der Schritt Nahrung verbrauchen. Wenn im gelben Vorrat diese Nahrungssymbole aufgedeckt sind, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter, muss man die entsprechende Anzahl an Nahrung in diesem Schritt abgeben. Kann man dies nicht, verliert man pro Nahrung, die man nicht abgeben kann, 4 Kulturpunkte. Wichtig ist, es gilt die am weitesten links befindliche Zahl. Also wenn beide abgedeckt werden, sind das nicht minus 3, sondern trotzdem minus 2 Nahrung. Dann der Schritt Ressourcenproduktion. Wie bei der Nahrungsproduktion produzieren unsere Ressourcentechnologien oder Gebäude jetzt Ressourcen. Dann Militärkarten ziehen. Pro übrig gebliebener Militäraktion zieht man eine Militärkarte des aktuellen Zeitalters. Und zum Schluss Aktionen zurücksetzen. Wir bekommen unsere Aktionen wieder. Zu guter Letzt gilt die Frage zu klären, wie endet ein Zeitalter? Wenn die letzte Karte des Zivilkartenstapels eines Zeitalters auf die Kartenleiste gelegt wird, so werden diese Schritte freigelegt und man führt sie nacheinander aus. Am Ende des ersten Zeitalters, wie hier jetzt, werden alle Handkarten des veralteten Zeitalters A abgeworfen. Danach werden veraltete Anführer, veraltete Wunder und veraltete Pakte aus dem Spiel entfernt. Zusätzlich verliert jeder Spieler 2 gelbe Bevölkerungssteine aus dem gelben Vorrat, denn die Bevölkerung ist nun anspruchsvoller. Zu guter Letzt wird der neue Zivilkartenstapel gemischt und auf das Feld gelegt. Das Ende des zweiten Zeitalters, also hier, läuft genauso ab wie das Ende des ersten, nur dass das erste Zeitalter jetzt das veraltete ist. Beim Ende des dritten Zeitalters ist das zweite Zeitalter das veraltete. Nach dem Ende des dritten Zeitalters ist jeder Spieler noch genau einmal am Zug. Es kommen keine neuen Karten mehr ins Spiel, denn es gibt ja keine viertes Zeitalter-Karten. Und am Ende dieser Runde ist das Spiel dann vorbei. Das Spielende. Am Spielende werden alle verbleibenden Zeitalter 3 Ereignisse abgehandelt. Das heißt aktuelle sowie zukünftige Ereignisse. Der Spieler mit den meisten Kulturpunkten auf der Kulturpunktleiste hat dann das Spiel gewonnen. Ja, das war die Regelerklärung zu Through the Ages, eine neue Geschichte der Zivilisation. Man merkt, es ist ein umfangreiches Spiel, es ist ein komplexes Spiel. Seht es mir nach, wenn ich irgendwie was vergessen haben sollte. Wenn irgendwo ein kleiner Fehler ist, schreibt es in die YouTube-Kommentare. Ich werde versuchen, es zu korrigieren, zu berichtigen. Ihr solltet zusätzlich zu dem Video auf jeden Fall einen Blick in die Anleitung werfen. Aber im Großen und Ganzen sollte das Video gezeigt haben, wie das Spiel funktioniert. Und du solltest eigentlich losspielen können. Through the Ages bietet ja auch noch eine Spielübersicht als Spielhilfe. Und nochmal einen sogenannten Gesetzeskodex, wo man auch alles nachschauen kann. Insofern bist du nach diesem Video gut gewappnet, um es Through the Ages durchstarten zu können. Viel Spaß!